Tube News mit ihrem Nachrichtensprecher Hascha Sellinger. Moin, man kennt ihn. Meine einzig reliable News Source. Nur diesem Mann glaube ich alles. Fick die Tagesschau, fick irgendwelche Nachrichtenblätter. Hascha Sellinger, der Mann weiß, wie es um unser Land steht. Heute wird's ganz übel. Sind wir mal ehrlich miteinander. Es gibt mittlerweile immer weniger YouTube-Content. Umso mehr freue ich mich über... Es ist tatsächlich so. Original Content auf YouTube stirbt aus. Alle machen das, was ich hier gerade mache. Videos sich anschauen und dazu ihren Senf geben. Die Frage ist aber, was passiert, wenn alle Videos gelöscht sind, beziehungsweise kein Original-Content mehr da ist? Werden dann Reactions auf Reactions folgen? Moment mal, das habe ich mit Propa schon gemacht. Ist auch schwachsinnig. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Nur Leute, die mit YouTube durchstarten wollen. Elena Campari. Du denkst du... Das ist eine ganz wilde Dame hier, die Nico da momentan weg... Ausfickt. Aua. Gott bewahre meine Monetarisierung. Will jetzt auch mit YouTube durchstarten. Und da habe ich mir gedacht, wir schauen mal schulprojektmäßig bei ihr vorbei. Ich bin ein Star, also gar keine Ahnung, warum ich zu InScope fahre. Nice. Inshallah, du bist schon 18. Die erste Aussage. Und sie erkennt direkt das Potenzial. Boot in the house, an in the house, boot. Gott bewahre meine Monetarisierung. Aber Elena wäre nicht Elena ohne eine Weisheit. Du kennst ja, was ich lieb, das nickt sich. Was ich lieb, das nickt sich. Was ich fick, das liebt sich. Nicken. So ein Ding. Nico heißt es, was ich lieb, das zückt sich. Glaub mir, Elena, dafür braucht Nico alles andere als Liebe. So, dann machen wir auch ganz schnell weiter. Das Coronavirus beschäftigt uns immer noch jeden Tag. In dieser schweren Zeit müssen wir alles geben, um diesen Virus... Stopp mal, Moment. InScope? Wow. Wow, InScope trifft sich mit einer Frau? InScope ist ein Simp. InScope ist ein Simp. Leute, das ist ja wohl ganz klar. InScope trifft sich mit einer Frau und, oh mein Gott, straight up News, er wurde von einer Frau geboren. Digga, hallo? Simp. Na, ah, unangenehm. Zu besiegen. Auch wir YouTuber treffen Vorsichtsmaßnahmen. Und Stars wie Joko Winterscheid haben sich dazu auch schon geäußert. Aber im Hier und Jetzt ist eine Sache wahnsinnig wichtig, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Daheim bleiben. Hier sind 30 Kanaken. So nicht, Mäus. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Klatscht man eigentlich in der Nachrichtensendung? Ich bin mir sicher, dass das Coronavirus mehr Angst vor denen hat, als die vor dem Coronavirus. Corona hat Angst vor mir, das kann ich wirklich sagen. Bin ich mir sicher. Es gibt viele Viren, die sagen, ist mir zu wild, ist mir zu gefährlich, der Typ, da gehe ich nicht rein. Wenn man den Hot Wasser hört und ein Tier mit exakt einem Haar sagen muss, weiß man, man ist bei 9 Live. Hase. Bicht! Ich hab zwei Haare! Und wer würde besser in diese Sendung passen als... Ja, der Jens aus Rastatt hier, wie geht's? Jens aus Rastatt! Krater! Krater! Einen wunderschönen guten Abend! Und ich hab die Lösung, das du. Ist die Jogginghose! Ist das Knossi? Nein. Ist das... Das ist nicht... Ist nicht... Ist das Knossi-Chat? Ist das wirklich Knossi? Ist Knossi... So spielsüchtig, dass der sogar bei 9 Live anruft. Jens, du hast damals bei vor vier Jahren bei PokerStars, hast du fast geheult, als ich dich rausgeschmissen habe. Nussala, wir müssen reden. Wir müssen wirklich über deine Probleme reden. So geht's nicht weiter. Hast du die gerade an? Die habe ich gerade an, hier in Blau. Das ist gut, in Blau. Aber es ist nicht dabei! Es war leider nicht dabei. Aber Jens aus Rastatt wäre nicht Jens aus Rastatt, wenn er nicht nochmal anrufen würde. Ja, nochmal Jens aus Rastatt. Ich hab's gerade eben mit der Jogginghose probiert, jetzt hab ich eine andere. Komm jetzt, was hast du? Lederhose, komm. Lederhose, komm. Ah! Knossi, die Bank gewinnt immer. Oder 9 Live. Das gibt's doch nicht. Die Lederhose leider auch nicht dabei. Aber ich bin mir sicher, dass der nächste Anrufer die Lösung hat. Ja, nochmal Jens aus Rastatt. Jens! Wie oft hast du da angerufen? Du bist schon gut im Minus, hör doch auf. So, aber komm jetzt. Strampelhose, Miederhose, Hüfthose, Anzug. Hose, Anzughose. Diese ganzen Antwortmöglichkeiten, die da stehen, machen gar keinen Sinn. Man kann ja gar nicht gewinnen bei 9 Live. Ja, Umstandshose. Ja! Und jetzt ist es okay. Ja! Glückwunsch an Jens aus Rastatt. Früher 9 Live, heute Casino. Euer Rekord! Und an der Stelle bin ich mal wieder
komplett raus. Besser ist es. Falls euch die kleine Nachrichtensendung gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal namens Unsympathisch TV, geleitet von Hascha Sellinger, noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Elena? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Elena, weibliche deutsche Inscope. Ist das ein Vokabelheft, Sascha? What the fuck? Jens aus Rastatt. Perfekt. Top. Was haben wir da? Ah, Monte. Okay. Mhm. Band hinweg. Wisst ihr, es gibt diese Momente, da frage ich mich wirklich, was würden diese Menschen machen, wenn sie nicht berühmt sind? Und bei Monte, ich weiß es nicht. Entweder im Gefängnis sitzen oder im Gefängnis sitzen. Perfekt. Also wirklich ganz toll. Ganz, ganz toll. Also das ist einfach nur super. Super toll. Also klasse. Klasse. Also wirklich ganz toll.